Hallo, ich bin Matthias. Wir sind jetzt hier vor der Richard-Hartmann-Halle in Chemnitz, wo gegen 17 Uhr die Immatrikulations- und Auftaktveranstaltung der TU Chemnitz stattfinden wird. Wie ihr seht, ist hinter mir schon eine ganze Menge los und ich würde sagen, kommt doch einfach mal mit. Wir gucken uns um, was da so los ist. Rund 2100 Neueinschreibungen hat die TU Chemnitz in diesem Wintersemester. Bei mir ist jetzt einer unserer neuen Erstis. Und wer bist du und was studierst du? Also ich bin Benno. Ich studiere Wirtschaftsinformatik, mache hier meinen Bachelor. Und bis jetzt, so die O-Woche, ist echt, man lernt super viele Leute kennen, die Mentoren sind nett. Auch hat er mit den Professoren teilweise schon Kontakt, konnte mit denen sprechen, halt bei der Studiengangseinweisung. Und ich würde schon sagen, das ist gut organisiert und macht Spaß. Bei mir ist jetzt Romy, auch im ersten Semester. Romy, was studierst du? Ich studiere Pädagogik als Bachelor im ersten Semester. Warum hast du dich für die TU Chemnitz entschieden? Also abgesehen davon, dass ich in Chemnitz wohne und Chemnitz auch sehr mag, finde ich einfach, die Uni hat jetzt auch schon so einen guten Ruf überall und dass es jetzt auch noch Pädagogik hier gerade für mich gibt, hat die Entscheidung eigentlich einfach gemacht. Ja, ihr seht es schon hinter mir. Hier am Stand von unserem Unishop herrscht eine ganze Menge Betrieb. Ihr findet da über Shirts, Hoodies, Schlüsselbänder und noch eine ganze Menge andere Sachen, die was mit der TU Chemnitz zu tun haben. Bei mir ist jetzt der Rektor der TU Chemnitz, Professor Dr. Gerd Strohmeier. Herr Strohmeier, wir haben rund 2000 Neueinschreibungen, davon 600 Internationals. Was bedeutet das für die TU Chemnitz? Das bedeutet sehr, sehr viel für die TU Chemnitz, aber nicht nur für die TU Chemnitz, sondern auch für die Stadt Chemnitz und den Freistaat Sachsen. Wir begrüßen heute mehr Bachelorstudierende als im letzten Jahr, mehr Masterstudierende als im letzten Jahr und deutlich mehr internationale Studierende als im letzten Jahr. Und ich denke, das ist wirklich ein sehr starkes Signal. Wir sind jetzt hier im Herzen der Richard-Hartmann-Halle, da wo normalerweise Basketball gespielt wird. Heute aber, wie gesagt, die Immatrikulations- und Auftaktveranstaltung. Gleich wird der Rektor ein Grußwort richten an die Gäste. Übrigens über 2000 haben sich heute hier angemeldet. Und der Unichor wird spielen und noch zahlreiche weitere Veranstaltungspunkte erwarten die Gäste. Das war der offizielle Teil der Immatrikulations- und Auftaktfeier hier an der TU Chemnitz. Der Rektor hat in seinem Grußwort nochmal für Weltoffenheit und Toleranz geworben, genauso wie die Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz. Die Spitzensportlerin Rebecca Hase hat dafür plädiert, auch einfach mal alles mal ein bisschen ruhiger und unverklemmter angehen zu lassen im Studium. Im Zweifelsfall einfach mal das Gespräch mit den Fachbetreuern zu suchen. Und hier beginnt jetzt die Aftershow-Party und da schauen wir uns das noch ein bisschen um. Die TU Chemnitz ist gemessen am Anteil der Studis ja eine der internationalsten Unis in Deutschland und hinter mir an der Karte könnt ihr sehen, wo die so herkommen und es sind eine ganze Menge Länder da drauf. Yeah, great to have you here. So you heard the speech of the rector. What do you think about it? Yeah, it was awesome. They have directed very much nicely and they have told us what to do and what to not. Yeah, great to hear that. Have a good time, everybody. Ja, wie ihr sehen könnt, hinter mir ist noch eine ganze Menge los, aber für uns war es das jetzt bei der Immatrikulations- und Auftaktfeier. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal, wenn ihr selber als Neustudis hier an Bord seid an der TU Chemnitz. Macht's gut!